Ich habe meine Berufung in einem jungen Alter entdeckt. Berufung ist eine spannende Geschichte. Ich erlebe Berufung in bestimmten Situationen. Ich habe in meinem Leben immer mal wieder erlebt, dass Jesus mir eine Berufung geschickt hat. Für mich gibt es eigentlich zwei Arten von Berufung. Die eine Art, würde ich sagen, ist so eine allgemeine Berufung. Dazu, glaube ich, ist jeder Christ berufen, der die Bibel liest und der sich irgendwann zu Jesus Christus bekehrt hat. Und die Berufung findet man eben in der Bibel, im Neuen Testament, in den Briefen. Und dazu gehört zum Beispiel, die Bibel zu lesen, in eine Gemeinde zu gehen, zu beten. Oder Gracehorn drückt es in einem ihrer Songs ganz gut aus. Da singen sie im Refrain: Wir sind berufen, Schwache zu tragen. Wir sind berufen, Neues zu wagen. Wir sind berufen, zu dienen und teilen. Wir sind berufen, Herzen zu heilen. Und ich finde das ganz gut, dass wir nicht nur berufen sind zu einer speziellen Berufung, was man immer denkt, so die eine große Sache, sondern eben auch so eine allgemeine Berufung, als Christ zu leben, fromm zu leben, wenn man es alt ausdrücken will. Und dann eben noch die spezielle Berufung, die in jedem Leben unterschiedlich ist. Und gerade im Moment, denke ich, lebe ich in keiner speziellen Berufung, sondern ich lebe sozusagen auf eine spezielle Berufung hin. Und lebe dabei meine allgemeine Berufung.